Willkommen bei Q1. Ein Hinweis ist falsch. Gut, dass Sie da sind. Wir haben schon gewartet, damit Sie nicht verpassen, was jetzt gleich hier passieren wird. Ich habe nämlich hier ein Kandidatenpaar sitzen aus Graz bzw. Wien. Mutter und Tochter, die spielen schon sehr lange. 18 Mal hat die Tochter recht gehabt. Doch dann hat Mama Renate zugeschlagen. Jetzt stehen die beiden unmittelbar vor der 2000er Hürde. Grüße euch, Renate und Katrin. Hallo. Hallo. Ursprünglich beide aus Graz, du jetzt in Wien. Genau. Beruflich macht ihr noch mal was, Renate? Also ich bin im Bereich Marketing und bin in der Eventorganisation tätig. Events, genau. Und ich mache Kostümbild. Kostümbild. Genau. Und ich sage euch noch einmal den Kontostand, weil es wirklich schön ist. 1.900 Euro. Großartige Dinge haben wir schon erlebt. Die ganze letzte Sendung habt ihr durchgespielt. Und jetzt machen wir einfach so weiter. Puh. Denn die 1.900 Euro sind noch nicht abgesichert. Das könnt ihr aber gleich machen, wenn ihr den Bankjoker habt. Folgende Aufgabe für euch zu Beginn dieser Sendung. Eine Vampirfilmreihe ist gesucht. Oh Gott. Kate Beckinsale ist zumeist in der Hauptrolle zu sehen. Der dritte Teil der Reihe trägt den Beinamen Trinity. Sie steckt im Titel eines bekannten Liedes von Ludwig Hirsch. Und Harrison Ford war ein sogenannter Runner. Ein Hinweis ist falsch. Okay, Blade Runner, was meinst du? Blade. Der Blader Bur, gibt's sowas? Gibt's ein Lied von Ludwig Hirsch, das Blader Bur heißt oder so? Ja. Harrison Ford war Blade Runner, weiß ich nicht. Trinity ist Twilight, glaube ich, oder? Ja, aber das ist Twilight. Und Hauptdarstellerin weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Boah, Vampirfilm. Bist du dir sicher, dass es ein Lied von Ludwig Hirsch gibt, das Blader Bur heißt? Blader Bur. Der Blader Bur oder sowas? Ja, oder? Ich glaube, dass es stimmt. Und das ist eine Vampir-Serie? Blade Runner. Eine Vampir-Reihe? Blade Runner. Ich kenne das echt überhaupt nicht. Aber wenn du das halb sicher bist, dann... Wenn reicht dir das schon? Das reicht dir schon. Du hattest ja immer recht, ab und an. Irgendwann. Ist das nicht schön, wenn die Mama sagt, wenn du halb sicher bist? Ja, das fühlt sich gut an. No pressure. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann da jetzt echt nicht viel beitragen, aber. Jetzt geht's ein bisschen darum, wie viel Lust ihr noch habt. Ja, genau. Eigentlich schon. Das wiederum ist dann der Mut fürs Zocken. Und ich gebe euch noch 30 Sekunden. Du sagst einfach, oder? Blade? Keine Ahnung. Wir sagen das. Ich vertraue dir. Dann sagt ihr es beide. Genau, ich vertraue dir. Super. Blade. Blade? Blade. Oh Gott. Aufgrund welcher Hinweise? Das haben wir gesagt, wir zocken. Blade Runner und der Blade Bur. Aber bei 16 oder 1700 zum ersten Mal. Bei 500 wollten wir noch mal zocken. Ja, schlimm. Ja, nein. Muss ich euch leider sagen, dass der zweite Hinweis nicht der falsche ist. Der falsche Hinweis ist der erste. Und der Blöde Bur stimmt leider auch nicht. Oh, Scheibenkleister. Weil der Song heißt Der Blade Bur. Ach so, ja, Blade. Und wenn man das Englisch ausspricht, heißt es? Blade. Oh mein Gott. Unfassbar, was für ein Muzzle hier. Mehr Glück als Verstand. Aber viel, ja, war schon ein bisschen was dabei, auch was solide war. Mann. Blade ist richtig. Ja, 2000 Euro steht jetzt schon hier. Und damit kann ich euch auch den Bankjoker überreichen. Yes. Geld absichern. Wann immer ihr wollt, das machen wir ihr gleich. Werdet es sicher erst irgendwann machen, wahrscheinlich. Weil ihr liebt ja ein bisschen das Risiko. Nächste Aufgabe, ein Fluss ist gesucht. Mhm. Das heißt, wir müssten jetzt schon sagen, ob wir absichern. Wir sichern bevor ab. Ich den ersten Hinweis. Ja, wir sichern ab. Wir sichern ab. Katja hat immer recht. Ja. Ich habe immer recht. Katrin hat immer recht. Mhm. So ist es. 2000 Euro gehören euch. So viel steht fest. Sie können nicht mehr verloren gehen. Wunderbar, jetzt sucht ihr einen Fluss. Fast ein bisschen langweilig jetzt ohne Risiko, oder halt ohne das große Risiko. Er entspringt im Itasca-See und mündet in den Golf von Mexiko.
Tom Sawyer und Huckleberry Finn erleben dort ihre Abenteuer. Sein Einzugsgebiet bedeckt einen Großteil der nördlichen Hälfte Südamerikas. Und besungen wird der gesuchte Fluss als Old Man River. Ein Hinweis ist falsch. Der Old Man River ist, glaube ich, der Mississippi, oder? Ja, und der Tom Sawyer ist auch Mississippi. Und das, die Hälfte Südamerikas ist es natürlich nicht, weil der Mississippi ist in Nordamerika, oder? Und aber Südamerika wäre der Amazonas, nehme ich an. Aber kein kein größeren. Naja, aber wenn das, wieso kann, vielleicht ist, vielleicht fließt er irgendwie. Und der Mississippi könnte in den Golf von Mexiko fließen, oder? Gefühlt. Ja. Ich glaube, das nehmen wir. Das nehmen wir? Mhm, das nehmen wir. Wir sind mutig. Und sag mir. Mississippi. Mississippi. Sein Einzugsgebiet bedeckt einen Großteil der nördlichen Hälfte Südamerikas. Hier geht es um den Amazonas. Quellflüsse in Peru. Mündet er in den Atlantik. Das ist der falsche Aber Hinweis. Gesucht haben wir den Mississippi. Yeah, super, so ist es. Fließt durch 8 US-Bundesstaaten, mündet südlich von New Orleans in den Golf von Mexiko. Ja. Wow. Ein literarisches Genre. Diesem Genre zugeordnet werden der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith, Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes, Belladonna von Karen Slaughter und Wo kein Zeuge ist von Elizabeth George. Ein Hinweis ist falsch. Keine Ahnung. Also ich kenne ein, wie ist das, ganzes halbes Jahr? Was geht's Was ist das? Ist das ein Liebesroman? Okay, ich kenne es nicht. Ja, sie pflegt einen Todkranken und der stirbt nach einem halben Jahr. Oder macht Selbstmord. Also das ist, glaube ich, ein Liebesfilm. Oder Drama? Drama. Und ich kenne leider keins. Das Belladonna, das könnte auch irgendein Drama sein, weil Belladonna, die Tollkirsche, bringt die um. Nein, die macht Hai, aber die oder bringt nicht Hai? Um, glaube ich. Tollkirsche ist aber irgendwie giftig. Hm. Und der talentierte Mr. Ripley, worum geht's da? Den Film habe ich gesehen. Hm. Ich kann dazu nichts sagen. Ist da irgendwer gestorben? Ein literarisches Genre. Dann nehmen wir einfach irgendwas. Irgendwas sagen wir jetzt. Was nehmen wir eher? Ja, du kennst Liebes zumindest. Roman oder ja, ist es Tragödie? Ein Liebesroman oder was ist das? Ja, irgendwie ist es schon. Ein oder Liebesroman ein geht halt schlecht aus, ist ja wurscht, aber es ist ein Liebesroman. Aber Liebesromane gehen nicht schlecht aus, oder? Da geht es doch um Happy End, dass sie jemand. Ah. Okay. Ja, dann sagen wir Tragödie. Drama. Drama. 30 Sekunden. Ist Drama ein literarisches Genre? Keine Ahnung. Wir sagen Drama. Okay. Sagen wir Drama? Okay. Drama? Drama, sagt ihr. Wenn es nicht stimmt, ist es keins, weil ihr habt viel Geld verdient. Voll. Wenn es stimmt, wird schon fast zur Komödie. Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes ist ein Liebesroman. Oh, okay. Ja, das ist hier die falsche Fährte. Aber gesucht haben wir den Krimi. Ah, okay. Krimi. Schade. Das macht nichts. Jetzt ist Schluss. Aber probiert habt ihr es. Und es war wirklich sehr lustig. Okay. 2000 Euro. Großartig. Die ihr verplant habt, oder? Ein bisschen für Urlaub und Urlaub. Ja. Oh, das ist sicher lustig mit euch. Ja. Viel Spaß und danke fürs Mitspielen. Danke. Dankeschön. Wie die Kombination Mutter-Tochter funktioniert, haben wir jetzt zur Genüge ausprobiert. Sehr gut funktioniert. Jetzt geht es um eine andere Familienkombination. Frisch verheiratet in diesem Fall. Silke und Martin aus Oberösterreich. Grüß euch. Hallo. Hallo. Habt ihr ein bisschen zugeschaut bei den beiden? Oh ja, mitgefiebert. Stark, ja. Gell? Jetzt weiß ich aber, ihr zwei seid Pappquisser, oder? Ja. Ja, vor Corona. Vor Corona, ja. Genau. Vollprofis also. Genau. Schauen wir, ob wir noch im Training sind. Das überprüfen große wir jetzt. Fußstapfen. Ja, das stimmt. Aber ihr werdet das sicher gut machen, ganz schnell. Was macht ihr beruflich? Ich bin Apothekerin. Mhm. Ich bin Softwareentwickler. Softwareentwickler. Und ich bin der, der die erste Aufgabe für euch bereithält. Es geht um einen Behälter. Aber welcher? 100 Euro wert und zwei Joker zu Beginn.
Mit Beziehung beschreibt er eine solche, die mit allerlei Schwierigkeiten verbunden ist. Als Verkaufseinheit für Zigaretten beinhaltet er meist 20 Stück. In so einem mit Trick greift man, um durch geschicktes Handeln einen Effekt zu erzielen. Und ist er voller Sand, so findet man ihn auf vielen Kinderspielplätzen. Um welchen Behälter geht's? Ein Hinweis ist falsch. Also es ist wahrscheinlich zwischen Kiste oder Schachtel. Ja, das erste ist Kiste, das zweite ist die Zigarettenschachtel. Aber wir müssen nicht brauchen, Gott sei Dank. Ja, ein Griff die Trickkiste, ein Magier oder Taschenspieler ja, und die Sandkiste ist klar. Ja. Sandschachtel macht auch keinen Sinn. Also ich glaube, wir nehmen Kiste. Wir nehmen Kiste. Ja. Kiste, alles richtig aufgelöst. Kiste ist korrekt. Damit 100 Euro auf euer Konto, die beiden Joker, Ersatzfrage-Joker, falscher Hinweis-Joker. Und wir machen schon weiter. Etwas Schmerzhaftes. Wenn eine Freundschaft beschädigt wurde, dann hat sie redensartlich so etwas bekommen. Ein ehemaliger deutscher Tennisstar trägt es als Nachnamen. Jenes von bestimmten Skorpionen kann für Menschen tödlich sein. Und in einer erfolglosen Partynacht hat man umgangssprachlich keines gemacht. Ein Hinweis ist falsch. Ich weiß nicht, ob es ein Tennisstar mit dem Nachnamen Stich gibt. Michael Stich, ja. Okay. Ich glaube, Skorpion Stich. Ja, der Stich. Und eine Partynacht, ja. Ja. Schon länger. Ja. Freundschaft hätte ich eher gesagt Riss, aber das macht beim anderen keinen Sinn. Riss, also Knacks, also, ja. Ja. Das macht beim anderen keinen Sinn. Der Michael Stich ist zwar umgeknackst, mal in einem Tennismatch, sehr schlimm. Ja, in aber Wien, ganz grausig. Ja, genau. Ja. Rücksinne. Aber ich glaube, es ist der Stich. Ja. Es ist der Stich, Stich ja. Nicht der Riss.